Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute lese ich aus Hebräer 4,12. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Inneres, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimen Wünschen unseres Herzens. Ja, so ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist stark. Das schneidet etwas durch. Das verändert uns. Das gibt uns Kraft und Mut. Das ist ein besonderes Wort Gottes. Deswegen müssen wir als Kinder Gottes immer lesen. Lesen, nachdenken, auswendig lernen. Und dann beten, Herr, wie kann ich das Wort heute in meinem Leben oder morgen in meinem Leben auch ausführen? Was ist dein Wille? Und so jeden Tag und auch nicht nur einen Vers rausreißen, aber ein Vers, der hat einen Vers vor ihm und nach ihm oder ein Kapitel sogar, dass man das Ganze so betrachtet, wie Gott es gedacht hat. Schaut mal, Jesus hat das Wort Gottes auswendig gekannt. Und schaut mal, wie er in der Wüste dem Teufel sagte, wo er sagt, mach aus diesem Stein Brot. Er sagt in Matthäus 4,4, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm gibt. Also das ist wichtig, immer mit dem Wort Gottes zu antworten. Das hat er auch immer wieder getan. Und der Teufel ist dann weggegangen, weil er das Wort Gottes benutzt hat. Das Wort Gottes hat diese Kraft. Es ist so wichtig, dass wir es auch lernen und auch lernen anwenden und wirklich auch alle Zusammenhänge hier auch lesen. Zum Beispiel, wenn wir lesen in 1. Petrus 3, 15, 16. Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben. Dann nämlich werden alle, die Lügen über euch verbreitet haben, beschämt sein. Sie werden erkennen, dass sie Menschen verleumdet haben, die in der Verbundenheit mit Christus ihr vorbildliches Leben führen. Ja, schaut mal, wir sollen Rede und Antwort haben. Manchmal mit unseren eigenen Worten ist richtig schwierig. Aber wenn man da ein Wort Gottes hat und kann es mit dem Wort Gottes verbinden, wie schön. Aber schaut mal auch hier, es sind zwei Verse. Ich kann nicht einfach einen Vers jemand also reindrücken, so und vielleicht passt es gar nicht zu dem Platz. Dann sagt er, wir sollen es höflich, wir sollen es mit gutem Gewissen, wir sollen es also mit Liebe jemand sagen, dass er es versteht. Also, und das ist ganz wichtig, denn der Buchstabe tötet nur einen Buchstaben irgendwie jemand reindrücken. Nein, es geht um die Antwort zu geben. Es geht um viele Fragen in unserem Leben, wo wir uns selber die Antwort geben sollen, aber auch jedem. Von der Hoffnung, Hoffnung des ewigen Lebens. Warum glauben wir an den Herrn? Warum ist er uns so wichtig? Die Leute merken, da hat sich was geändert. Einer hat sich bekehrt, er ist ganz anders. Und dann muss man was sagen. Ich erinnere mich an meine Kindheit, wo ich mich bekehrt habe mit 13 und ich gehe von der Schule. Ich wollte mit niemandem gehen. Ich ging alleine, habe immer wieder so mit Gott meine Verbindung gehabt. Keiner hat mir gesagt, geh nicht mit den Jungs, wir haben jedes Mal auch Anekdoten, was weiß ich was, alles erzählt. Und ich wollte in dem Moment alleine sein mit dem Herrn. Und jemand fragte mir, wieso gehst du jetzt da alleine? Ich habe gesagt, ja, ich weiß es, wie ich es gesagt habe, aber heute würde ich so sagen, ich gehe mit dem Herrn. Ich will mit ihm in Gemeinschaft bleiben. Klar, später habe ich auch vieles anderes nochmal getan, aber diese erste Zeit, da wollte ich nur mit dem Herrn sein. Weil der Herr dich verändert. Und ich konnte es jedem auch so sagen. Ich habe meinem Schulfreund dann erzählt, oder meinem Freund von der Straße, der hat sich später bekehrt. Das ist ganz wichtig, dass wir darüber reden. Schaut mal, wenn wir reden von dem, was uns wichtig ist, was unsere Hoffnung ausmacht, was wir eigentlich in Gott haben, dann kann es auch einer verstehen, auch der nicht glaubt. Es ist auch wichtig, wenn wir zum Beispiel eine Firma gründen oder ein neues Werk beginnen und etwas tun. Mit wem arbeiten wir? Dass wir da wirklich mit einem Gläubigen zusammenarbeiten. Nicht nur mit dem, der sich nennt gläubig, aber für ihn Jesus wirklich groß bedeutet. Der Jesus liebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Denn wenn man Geld verdient, dann soll man auch für Gott was haben. Schon im Vorfeld sagt man, wenn du Herr uns gibst und segnest, dann wollen wir dir auch von dem Erarbeitenden was geben. Es gibt so viel Notleidende weltweit.
Und es ist wichtig, wenn ich beginne die Firma, dass ich sage dann, ich will es mit dir. Oder wenn man ein Leben mit jemandem beginnt und heiratet, es ist ganz wichtig, dass es ein gläubiger Mensch ist, mit dem ich auch zusammenleben kann, mit dem ich teilen kann, alles, was mich jetzt bewegt. Schau mal, das ist ja auch geschrieben in 2. Korinther 6, 14. Zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? So müssen wir Rede und Antwort haben, wenn uns jemand fragt. Wieso machst du das? Wieso lebst du mit diesem Menschen? Wieso ist es dein Freund? Oder was auch immer. Ja, es gibt immer wieder Gründe, auch warum wir mit verschiedenen Menschen zusammenkommen. Aber unsere Sache ist, für jeden zum Segen sein, für jeden Menschen, der da mit uns ist, dass wir ihn zu Jesus führen können, dass wir ihn glücklich machen können. Der Glaube an Jesus, der richtige Glauben, der macht die Menschen glücklich, selig, wie er sagt. Der macht die Menschen irgendwie voll mit Freude, denn wir sind berufen zur Freude. Es ist ganz wichtig. Wenn wir aber eine Botschaft bringen, die die Leute nur immer niederschlägt und immer nur traurig macht und sie können sich gar nicht freuen an dem, was der Herr ihnen getan hat, dann ist was Falsches. Unsere Sache ist, den Leben Licht ins Leben bringen.